Die drei Bauernsöhne. Es war einmal ein alter Bauer, der hatte drei Söhne. Alle drei waren kräftiger Natur und gerade in dem Alter, das Elternhaus zu verlassen, um die Welt zu erkunden. Der Vater spürte dies und sagte den dreien: Hört mich an, liebe Kinder. Ich werde langsam alt und gebrechlich. Ich möchte, dass ihr 100 Sonnen und 100 Monde lang die Welt erkundet. Die Berge und Täler halten allerhand schöne Dinge bereit und ich möchte, dass ihr sie kennenlernt. Als der Vater dies verkündete, saßen sie gerade am Tisch und aßen die abendliche Suppe. Kurz vor dem Zubettgehen sagte der Bauer seinen Zöglingen: Ich möchte, dass ihr lernt, das Leben von Mensch und Tier zu respektieren, die Arbeit anderer zu würdigen und teilen zu können, egal in welcher Lage ihr euch befindet. Wenn ihr wiederkommt, werde ich demjenigen, der all dies von Herzen her verstanden hat, den Hof vermachen. Der Vater löschte die Lampe und die Söhne gingen zu Bett. Noch vor dem ersten Hahnenschrei waren die drei bereit für ihre Reise. Auf dem Stubentisch lagen drei Beutel. In jedem Beutel war ein Stück Brot, eine Grützwurst, ein Stück Käse und 100 Taler. Der Älteste verließ zuerst das Haus und sagte: Ich werd Richtung Norden aufbrechen in der Wald. In 100 Tagen komm ich wieder und ihr werdet sehen, der Vater wird mich zum Hofherr machen, denn ich bin der Erfahrenste von euch. So verließ er das Haus. Wenig später sagte der Mittlere der drei: Also gut, Jüngster, ich brech Richtung Süden auf, zu der großen See, um dort mein Glück zu versuchen. Du wirst sehen, ich werde derjenige sein, den der Vater auswählen wird, denn ich lieg in der goldenen Mitte und ich bin somit der Schlauste und der Stärkste. Nun stand der Jüngste alleine in der Stube. Bei dem Gedanken, den Vater zu verlassen, wurde er traurig, denn er liebte ihn. Er wusste, dass er in naher Zukunft das Zeitliche segnen würde, und das machte ihn noch trauriger. Doch er dachte an des Vaters Willen und wollte, dass jener eines Tages mit bestem Gewissen und ruhiger Seele das Totenbett besteigen könne. Voller Mut und Entschlossenheit machte er sich auf den Weg Richtung Osten, wo die höchsten Berge und tiefsten Schluchten auf ihn warten sollten. Als der Älteste am 20. Tag seiner Reise an einer Waldlichtung ankam, traute er seinen Augen kaum. Ein altes Mütterchen stand mitten zwischen den hohen Tannen und schaute geradewegs zu ihm. Als er zu ihr ging, fing das Mütterchen an zu sprechen. Seid gegrüßt, junger Herr. Seit Tagen sehe ich keine Menschenseele. Seit Wochen habe ich nichts Ordentliches gegessen. Nur alte Beeren, welche die Vögel an den Sträuchern lesen. Hört, meine Augen sind so schlecht, dass ich ja nicht einmal weiß, wo ich suchen soll. Bitte seid so nett und haltet Ausschau nach etwas Essbarem. Der Älteste kam ins Grübeln. Die Freude, die er noch vor 20 Tagen spürte, war längst dahin, denn er hatte nur noch ein kleines Stück vertrocknetes Brot und den Fluss, aus dem er immer trank, hatte er schon seit 2 Tagen nicht mehr gefunden. Mitten in diesem Unmut erhellten seine Gedanken. Hinter dem Mütterchen erspähte er 2 Sträucher. Beide voll mit roten, saftigen Himbeeren. Er hielt noch kurz inne, denn ihm war so, als wären die Büsche soeben gewachsen. Doch mit diesen Gespenstern trieb er sich nicht länger rum und fing an, die Beeren zu pflücken. Voller Gier erntete er alles ab und vergewisserte sich noch einmal, dass auch wirklich keine Beere mehr am Ästchen hing. Nun war sein Beutel wieder gut gefüllt und sein Tatendrang wieder der alte.
Kurz bevor er weiterziehen wollte, fiel ihm das Mütterchen ein, welches immer noch am Wege stand und auf ihn wartete. Doch als er den Beutel nahm, um die Beeren zu teilen, fing er an zu zögern. Er hatte noch 80 Tage zu bewältigen und das Mütterchen würde wohl auch mit den Beeren bald unter die Erde gehen, dachte er. So ging er zu der alten Frau und sagte: Jetzt habe ich überall gesucht und doch nichts Essbares gefunden. Auch vom Brot, das ich einst besaß, ist nichts mehr da. So musst du selber schauen, wo du frische Beeren findest. Hast ja bis jetzt auch geschafft. Mit diesen Worten zog der Älteste weiter, doch kurz darauf hielt er inne. Denn die Alte sprach nochmal: Du wirst deinen Lohn schon noch bekommen, denn der Vater hat's vernommen. Als er sich rumdrehte, um nach dem Mütterchen zu sehen, war sie verschwunden. Der mittlere Sohn, welcher nach Süden zu den großen Seen zog, hatte viel Glück auf seiner Reise. Er kam in so manche größere Stadt, wo er Arbeit fand. So diente er einem Bäcker und einem Hufschmied. Er lernte schnell und führte das erworbene Handwerk verlässlich aus. Abends, nach getaner Arbeit, kehrte er so dann und wann in Wirtshäuser ein, um Wein und gute Speisen zu genießen. Besonders gerne besuchte er die Gastschenke, wenn die Handelsmänner in der Stadt mächtigten, denn der Alkohol war nicht sein einziges Laster. Mit der Zeit fand er Spaß am Glücksspiel und die dicken Händler schüttelten mindestens genauso gerne den Würfelbecher wie er selbst. Als es ihn eines Abends wieder nach Trunk und Spiel frohlockte, ging er zum Wirtshaus. Schon auf dem Weg packte ihn die Vorfreude, denn er sah die Kutschen der Händler am Straßenrand stehen und so lief er gleich einen Schritt schneller. Im Wirtshaus angekommen, gesellte er sich zu einer munteren Runde und es dauerte nicht lange, bis die Würfelbecher auf den Tisch kamen. Stunden vergingen und die Kerzen wurden immer kleiner. Neben dem mittleren Sohn saß nur noch ein stattlicher Händler, welcher recht müde dreinschaute und sprach: Nun gewinnst du schon seit Stunden und Taler habe ich auch keine mehr. So biete ich dir im letzten Spiel meinen Stock an. Er ist gut gemacht und hat einen goldenen Griff. Der Mittlere willigte ein und gewann auch dieses Spiel. Volltrunken verließ er nun die Wirtschaft und lief unter den Laternen der Stadt zu seinem Zimmer, welches er über der Schmiedewerkstatt bezogen hatte. Als er fast zu Hause war, begann der Hund vom Metzger, welcher seinen Hof gegenüber hatte, fürchterlich zu bellen. Er erschrak sich so, dass ein tiefer Zorn in ihm wuchs. Neu, gib mir Ruhe. Kurzerhand sprang er über die Mauer, nahm seinen neuen Stock und prügelte den Hund zu Tode. Als er nun mit seinem blutverschmierten Stock des Metzgers Anwesen verließ, hörte er Folgendes hinter der Mauer: Wirst deinen Lohn schon noch bekommen, denn der Vater hat's vernommen. Beim dritten und jüngsten Sohn waren gerade 2 Wochen vergangen, als er am ersten Berg des östlichen Gebirges ankam. Der Aufstieg war mühselig und beschwerlich. Nachdem er den dichten Wald hinter sich ließ, verschwanden die Wege und spitze Steine und loses Geröll erschwerten den Gang zum Gipfel. Der Jüngste hatte sich seine Wegzehr gut eingeteilt und von seinen Talern in kleinen Ortschaften Brot gekauft. Beim Abstieg des ersten Berges erblickte er am Waldesrand einen alten Landstreicher. Als sich ihre Wege kreuzten, fragte der Alte: Hey, junger Wandersmann, seid so gütig und gebt einen alten armen Mann, der seine letzten Tage zählt, etwas vom Brot, was ich aus eurem Beutel erspäht habe. Der Jüngste antwortete: Ich will mir alte Kreis, der Hunger leidet, helfen. Weil wenn's mir einmal so schlecht gegangen tät, dann tät ich mir über ein krummes Brot und sei ja auch nur so gläu, frei.
Er gab dem alten Mann die Hälfte seines Brotes und zog weiter. Nach weiteren 2 Wochen erreichte er den 2. Berg. Auf dem Gipfel angekommen, braute sich ein fürchterliches Unwetter zusammen. Wie aus Güssen fing es an zu regnen und mitten zwischen Blitz und Donner nahm der junge Mann ein Geräusch aus einer Felsspalte wahr. Eine kleine Ziege stand auf einem Vorsprung und wusste nicht mehr ein noch aus. Der Vorsprung war so klein, dass sich das Zicklein nicht einmal drehen konnte. Da ergriff sich der Jüngste ein Herz und kletterte in die Spalte. Bald darauf kam er samt dem Zicklein heraufgeklettert. Das kleine Tier machte 3 Sprünge und rannte von dannen. Auf dem Weg zum 3. Berg merkte der Jüngling, dass sich Brot und Taler dem Ende zuneigten. Für den Heimweg wird das nicht reichen, dachte er sich. Auf halber Strecke des Anstiegs entdeckte er eine Holzhütte, welche er schließlich näher betrachtete. Beim Anblick durch die Fenster lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Käse. Vom Boden bis zur Decke stapelten sich Käseleiber. Die Versuchung packte ihn, doch er zügelte sich und wartete auf den Besitzer des Hauses. Als dieser am Abend kam und den jungen Mann entdeckte, sprach er zu ihm. Hey, junger Bursche, was tust du hier an meiner Hütte? Hast mir wohl schon was geklaut? Da antwortete der Jüngste. Neu, gute Frau, bewundert Hanne sie ja, aber ich bin kein Dieb und ich sehe die Arbeit, die sie damit ketten. Ich biete ihnen meine Kraft an, wenn sie mir Speis und Trank geben können. Da sagte die Käserin. Nun ja, eine kräftige Hand könnte ich schon gebrauchen. Bleibe eine Woche hier und du kannst dir nehmen, was du brauchst. Käse und Milch gibt's zur Genüge. Nach dieser Woche machte sich der 3. Sohn auf den Heimweg. Als er die Hütte gerade hinter sich ließ, hörte er eine Stimme, die sagte, 3 Berge hast du nun erklommen, hast Herz und Mut gezeigt, der Vater hat's vernommen. Als er nach genau 100 Sonnen und 100 Monden am Hof des Vaters ankam, betrat er als erstes die Stube. Vom Vater war nichts zu sehen und er ging weiter in dessen Schlafgemach. Da lag er krank im Bett, das Gesicht ganz schmal, die Augen tief versunken. Als er seinen jüngsten Sohn erblickte, floss ihm vor Freude eine Träne hinab und er sprach, »Da bist du, mein geliebter Sohn, ganz unversehrt. Hast dem alten Manne und dem Zicklein geholfen. Dem Käser bist du zur Hand gegangen und hast dich in Lust und Trieb beherrscht. Nun dann, mein Kind, der Hof ist dein.« Und kurz, bevor er die Augen schloss, sagte er noch ganz leise, »Warte nicht auf deine Brüder. Sie sind nun, was ihnen gebührt.« Voller Trauer setzte der Jüngste seinen Vater bei und kümmerte sich von nun an um Haus und Hof. Seine Brüder hatte er nie wieder zu Gesicht bekommen. Nur ab und an lief ein im Geiste verwirrtes altes Mütterchen mit einem Hund am Hof vorbei.